HSV war heute zu Gast in Ingolstadt und es ging um nichts anderes als 3 Punkte für den HSV, um auf den Relegationsplatz 3 hochzukrabbeln. Zumindest bis heute Abend, bis Darmstadt gegen Aue gespielt hat. Aber Aue haut Darmstadt ein bisschen Haue. Oder Darmstadt kriegt Haue von Aue. Ich bin total durcheinander. Der HSV gewinnt 4:0 gegen Ingolstadt und zieht somit punktgleich mit Darmstadt und Pauli, aber an Darmstadt und Pauli vorbei, aufgrund des besseren Torverhältnisses, auf den 3. Tabellenrang mit 4:0 gewonnen. Oh nein, ich mag eigentlich die Zahl 4 beim HSV so gar nicht. Aber 4:0 gewinnen ist auch geil. 3 Punkte nimmt der HSV mit in diesem Spiel. Muss man aber ganz ehrlich sagen, es ging zu einfach teilweise für schon bereits abgestiegene Ingolstädter, die sich wirklich gefährlich nahe an den Kasten des HSV schon vorspielen konnten. Auch zu gefährlichen Torabschüssen kam, aber einfach die Unfähigkeit der eigenen Spieler, muss man sagen, Schlimmeres verhindert hat. Sonst hätte Ingolstadt auch tatsächlich 3, 4 Dinger machen können. Von der Gefahr her, also von der Torgefährlichkeit her. Aber wir haben auch noch Heuer Fernandes hinten drin, ne? Daniel Heuer Fernandes, die Nummer 1 beim HSV. Eine absolute Bank, ein absoluter Baumstamm, der sich aber auch bewegen kann und der dann auch Schlimmeres wirklich verhindert hat, muss man ganz ehrlich sagen, hin und wieder. Aber das ging zu einfach. Nur, der HSV hat heute wirklich taktisch gut diszipliniert gespielt. Am Anfang habe ich noch gedacht, oh, daddelt doch bitte nicht so viel hinten in den eigenen defensiven Reihen rum. Aber im Endeffekt, es ist alles gut gegangen. Alles gut gegangen. 4 Tore, 4 Buden hat der HSV gemacht. Ich hole einen Kopf hier. Ich bin unfassbar glücklich, dass der HSV seine Chance genutzt hat und nicht irgendwelche HSV-Sachen macht, wie in den vergangenen Jahren. Dafür macht aber der Konkurrenz aus Bremen, Werder Bremen, der Werder Bremen macht jetzt gerade so HSV-Sachen, ne? Und vergeigt zum Beispiel eine 2-0-Führung in Kiel und verliert die Partie noch mit 3:2, während Pauli in den letzten Sekunden der Nachspielzeit gestern von Nürnberg das 1:1 gekriegt hat und sich selber damit neutralisiert hat. Für den HSV ist alles noch drin, sogar was den direkten Aufstieg angeht, wenn die Konkurrenz patzt. Jetzt muss Schalke gegen Pauli ran. Die beiden werden sich nichts zu schenken haben. Die wollen beide punkten. Also gehe ich davon aus, dass die beide 0:0 spielen werden. Und am letzten Spieltag werden Schalke, Pauli, Bremen und Darmstadt verlieren. Und dann kann der HSV, theoretisch als direkter Aufsteiger in die Bundesliga aufsteigen, Leute, dass ich das nochmal sagen darf. Das ist unfassbar. Ich kann das selber noch gar nicht glauben. Der HSV könnte bei Mithilfe, und wenn man jetzt noch gegen Hannover und gegen Rostock nachsetzt und auch jeweils diese beiden Partien gewinnt, könnte der HSV nachher mit 60 Punkten als direkter Aufsteiger in die Bundesliga aufsteigen. Wer hätte das vor ein paar Wochen noch gedacht? Es ist unfassbar, der HSV macht schon wieder HSV-Sachen. Es ist unglaublich. Also der HSV hat wirklich alles auf dem Serviertablett oder auf dem Präsentierteller serviert bekommen von den direkten Konkurrenten, was man nur serviert bekommen kann, Leute. Also sollte der HSV den direkten Aufstieg schaffen, dann schwöre ich euch hiermit, dann schwöre ich euch bei allem, was mir lieb und heilig ist, ihr werdet die geilste Aufstiegsfeier am Hamburger Rathausmarkt von mir organisiert sehen. Dann organisiere ich die geilste Aufstiegsfeier überhaupt. Die erste Aufstiegsfeier des HSV, weil der HSV ist ja nie abgestiegen bis vor ein paar Jahren und somit auch noch nie aufgestiegen. Das heißt, diese Aufstiegsfeier, die gibt's gar nicht. Das erste Mal, und da schwöre ich euch, ich lade euch alle ein, ist mir egal, ich lasse mir was einfallen und dann werden wir da eine richtige Party machen in Hamburg. Ohne Flachs. Ohne Flachs, ich schwöre es euch. Also drückt dem HSV die Daumen, dass wir eine mega monströs geile Party machen können, ne? Wenn der HSV aufsteigen sollte. Dass ich das überhaupt nochmal sagen darf. Dass ich das überhaupt nochmal sagen kann. Es ist unfassbar. Diese Zweitligasaison, die aktuelle Zweitligasaison, die ist sowas von bekloppt verrückt, ja. Also man kann jetzt noch gar nicht sagen, nach dem 32. Spieltag, wer steigt überhaupt auf, wer bleibt unten, wer geht in die Relegation. Ist so. Man kann es noch gar nicht fest sagen. Ein Stolperer, einen einzigen Stolperer da oben und der wird sofort bestraft. Du kannst ja sogar 2, 3 Plätze verlieren, indem du da oben stolperst. Der HSV natürlich auch. Der HSV muss, ist egal wie, der HSV muss seine verbleibenden
zwei Spiele gegen Hannover und gegen Rostock müssen sie gewinnen und die 6 Punkte aus den beiden Spielen mitnehmen. Und dann muss man hoffen, dass die sich da oben noch alle gegenseitig Punkte wegnehmen. Weil vergleichsweise, wenn man es so sagen darf, hat der HSV noch das leichteste Restprogramm mit Hannover und Rostock. Sind auch schon Bretter. So, und sollte man dann aufsteigen, dann hoffe ich, dass der HSV sich auf jeden Fall... Da muss Opa Kühne nochmal das Portemonnaie aufmachen. Da brauchen wir noch ein paar Millionen oder am besten 1 Milliarde, damit wir richtig einkaufen gehen können auf Transfermarkt. Weil dann spielen wir nicht mehr gegen Sandhausen, Aue oder gegen Ingolstadt, sondern gegen Bayern, Dortmund, Frankfurt, Leipzig, egal wen du da oben nennst. Oh mein Gott, das wird so auf die Fresse kriegen. Das wird so auf die Fresse geben. Also ich habe keinen Bock auf Fahrschulmannschaft. Ne? Also einmal nach oben gehen und gleich durchgereicht werden, so wie Greuther Fürth zum Beispiel. Gar keinen Bock drauf. Dann muss der HSV richtig nachlegen, aber das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt auf die beiden verbliebenen Partien nochmal richtige, volle Konzentration raufsetzen und dann kann das was werden. Jungs, ich bin stolz auf euch, Mann. Ihr habt heute nichts anbrennen lassen. Ja, hier und da ein paar Verteidigungsfehler. Bakary Jatta hatte heute leider einen etwas schlechten Tag, muss man sagen. Moritz Heyer wurde auch in meinem Stream zu dem Spiel ja auch ein bisschen moniert. Aber alles in allem war es eine super geile Teamleistung. Jungs, wir sind stolz auf euch. Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr habt die 3 Punkte mitgenommen. Ihr seid mit erhobenem Hauptes in diese Partie gegangen und geht mit erhobenem Hauptes aus dieser Partie raus. Genau so soll es sein. Geil, Mann. Nur der HSV. Jungs, ihr packt das. Reißt euch die Ärsche auf, dass ihr die letzten beiden Spiele auch noch richtig schön dominiert. Es kann auch, oder meinetwegen auch ein dreckiges 1-0 gegen Hannover. Ist mir vollkommen egal. Aber nehmt die 3 Punkte gegen Hannover und gegen Rostock mit. Nehmt sie mit. Und dann ist es auch egal, sollten wir in der zweiten Liga bleiben, dann ist es so, dann sollte es halt eben nicht sein aufgrund des Saisonverlaufs. Aber dann habt ihr auf jeden Fall Schneid gezeigt, Arsch in der Hose, Eier in der Hose, alles, was dazugehört. Und dann kann man richtig stolz auf euch sein, selbst wenn ihr dann in der zweiten Liga bleibt. Ich hoffe aber, dass wir nicht wieder den 4. Platz einnehmen. Also oft, wie ich mir heute schon wegen der 4 auf den Kopf geschlagen habe, das gibt doch neurologische Ausfälle oder was. Also in diesem Sinne, nur der HSV, Mann, ein Leben lang. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Schreibt es unten in die Kommentare. Und was meint ihr? Schafft der HSV es noch auf den Relegationsplatz hochzurutschen oder vielleicht sogar auf dem direkten Aufstiegsplatz? Schreibt es in die Kommentare. Und bei Relegation, wen wünscht ihr euch als Relegationsgegner? Also ich hätte gerne Hertha BSC anstatt Stuttgart, bin ich ehrlich. All das schreibt mal in die Kommentare und denkt dran, nur der HSV, Mann. Ist das geil, Alter. Sowas kann auch nur mein HSV. Sowas kann auch nur mein HSV. Vor ein paar Wochen noch habe ich gedacht, so Alter, das Ding ist alles wieder vorbei und ich lege mich fest. Und dann kommen sie aus dem Nichts heraus. Und sowas, ey. Unfassbar. In den letzten Saisons, im letzten Drittel immer gestolpert und stehen geblieben, hingefallen. Liegen geblieben. Und jetzt ist man auf einmal wieder da. Es ist unfassbar. Ich liebe diesen Verein. Ich liebe den HSV. Unfassbar. Dieses in der Haut rein. Nur der HSV. Ein Leben lang.